Sprechen von einer pelzigen Zunge. Die Briten nennen es tatsächlich einen Hundeatem und für hochbezahlte Werbeexperten ist er nach eigenen Angaben der beste Freund, nämlich der Mundgeruch. Denn mit Pfefferminz sind Sie Prinz. Allein in Deutschland investiert die Industrie mittlerweile mehr als 100 Millionen Euro in die Werbung für Kaugummi- und Pfefferminzprodukte. Die Kreativen in den Agenturen überschlagen sich regelrecht mit witzigen Ideen zu diesem Thema. Und tatsächlich ist frischer Atem mittlerweile so wichtig geworden, dass sich alle darüber Gedanken machen, auch Prominente. Dina Speranza über VIPs mit Atemnot und was wirklich dagegen hilft. Dieser Katze bleibt in wenigen Sekunden die Luft weg. Und zwar richtig. Mundgeruch geht gar nicht. Also es ist schon sehr wichtig, dass du weder aus den Achselhöhlen noch aus dem Mund stinkst. Und auch für diese Fliege hat die letzte Stunde geschlagen. Es ist nicht fein, wenn man einen gegenüber hat, der was jetzt am Mundgeruch hat. Mit Kaugummis und Erfrischungsbonbons wird schlechtem Atem der Kampf angesagt. Oh, ich kann es nicht ausstehen. Ich hasse Mundgeruch. Von mir aus und für die anderen und von den anderen. Also das ist natürlich, deswegen bin ich auch eine, die, ich liebe zum Beispiel Knoblauch als gute Italienerin, aber ich passe schon sehr auf, weil Knoblauch und Zwiebeln, das ist wirklich das Schlimmste, was man einem antun kann, wenn man mit ihm spricht, ne? Mundgeruch, der beste Freund der Werber, wie Sie selber sagen. Agenturchef Christian Labonté aus Düsseldorf schätzt, dass rund 100 Millionen Euro letztes Jahr für TV-Spots ausgegeben wurden. Der Markt ist hart umkämpft. Beim Thema Mundgeruch ist alles möglich. Das ist sicherlich ein Markt, der von immer wieder, wie viele schnellen Konsumgüter davon lebt, dass es irgendwie Innovationen gibt, die die ganze Sache interessant machen, die auch junge Leute an das Thema heranführen und mit immer wieder neuen Impulsen irgendwie zu versuchen, das mal auszuprobieren. In England kommt dann so etwas zustande. Pelz auf der Zunge heißt es bei uns, Hundeatem nennen es die Briten. Deutsche Werber sind da eher konservativ und gehen das Thema nicht so direkt und unvermittelt an. Ich persönlich würde das nie so unbedingt in den Mittelpunkt stellen, sondern würde eher versuchen, das Thema so etwas zu umgehen und lieber auf so ein Benefit, wie wir dann sagen, also auf so einen Nutzen zu kommen, der heißt Selbstsicherheit, der heißt irgendwie ein gutes Gefühl im Umgang mit anderen. Und solche Dinge kann man, glaube ich, sich mehr auf die konzentrieren, wenn man jetzt über das Thema Mundgeruch so spricht, als ja eben Mundgeruch selbst so in den Mittelpunkt zu stellen. Doch manchmal hört es auf mit der Selbstsicherheit, nämlich dann, wenn auch kein Pfefferminz mehr hilft. Martin Schneider aus Sonneberg litt jahrelang unter seinem übelriechenden Atem. Erst nachdem seine Freundin ihn deshalb sitzen ließ, ging er zum Spezialisten, Dr. Koch. Seine Diagnose, Halitose, chronischer Mundgeruch. Das war für mich ein kleiner Schock fast, weil sowas ist doch irgendwo noch Tabuthema und selbst möchte ich das schlecht eingestehen. Laut Dr. Koch leiden 40% der Europäer unter starkem Mundgeruch. Schuld daran ist oft ein zu hoher Zungenbelag, in dem sich Bakterien schnell vermehren. Nur durch eine spezielle Zungenreinigung kann die Geruchsursache beseitigt werden. Kosten pro Behandlung rund 200 Euro, die Krankenkassen zahlen nicht. Martin hat mittlerweile eine neue Freundin. Die Zeiten, in denen er vor dem Küssen noch schnell Mundwasser aufgetragen hat, sind vorbei. Durch die Behandlung ist es halt dann wesentlich besser geworden. Am Anfang war es schon noch so, dass ich vorher probiert habe und dann erst geküsst habe. Aber jetzt bin ich da eigentlich nicht selbstbewusst und küsse meine Freundin immer, wenn ich es gerne habe. Nur wer gut riecht, hat auch Erfolg. Im Beruf, bei den Zuschauern und natürlich in der Liebe. Als ich so 16, 17 war, hatte ich Angst, dass mich mein Partner verlassen würde. Und dann ging ich jeden Morgen sofort Zähne putzen. Ich hatte mal ein Interview mit einem R&B-Star aus Amerika. Und ich war ein großer Fan im Vorfeld. Danach wollte ich ihn nie wiedersehen. Der hatte 10 Meter gegen den Wind einen Mundgeruch und das geht überhaupt gar nicht. Wer also auf Nummer sicher gehen will, erfrischt seinen Atem, bevor er irgendwann ganz alleine dasteht.
Männer werden nie verstehen, warum, aber es gibt tatsächlich Frauen, die den Schrank voller Klamotten und trotzdem nichts zum Anziehen haben. Eva und Mareike sind solche Exemplare und obendrein fehlt den beiden Studentinnen auch noch das Geld, um sich ständig neu einzukleiden. Kein Problem, sagt die Modedesignerin Sarah Hartbo. Sie